Hi, hier ist Affinity Jack. Und heute zeige ich euch, wie man starke Helligkeitsunterschiede bei Nachtaufnahmen anpasst. Also ich bin hier unterwegs in Leipzig am Palmenwehr und meine Absicht war, das abends zu fotografieren. Und zwar abends wird das hier alles so ein bisschen beleuchtet. Also das wollte ich so mit einfangen, diese besondere Lichtstimmung. Und dazu eignet sich am besten die blaue Stunde. Ich habe also eine Serie von Bildern gemacht. Man würde jetzt denken, dass dieses Bild noch bei Tageslicht gemacht wurde. Man sieht jetzt aber schon, die Beleuchtung war an. Es war nicht mehr Tag. Allerdings hat sich das Wetter kurzzeitig mal ein bisschen verändert und es fing an zu regnen, wie man auch bei dem Vorspann gesehen hat. Es gab also einige Vorkommnisse. Ich bin zum Beispiel auch im Schlick hier am Ufer eingesunken. So eine Sachen passieren dann eben. Also zeige ich mal das erste Bild. Wie man sieht, es hat eine Belichtungszeit von 47 Sekunden. Ich wollte eben das Wasser glatt kriegen. Ich habe die Blende ziemlich geschlossen, damit es durchgängig scharf ist mit Vordergrund und Hintergrund. Die Beleuchtung war jetzt aber noch nicht an, obwohl die Straßenbeleuchtung an war. Etwas später, bei gleicher Belichtungszeit, es wurde schon deutlich dunkler und es fängt an, dass die Beleuchtung eingeschaltet wurde, aber man sieht sie noch nicht so richtig. Also habe ich weiter gewartet, habe jetzt schon etwas länger belichtet, also alles so nach Gefühl mit der Beleuchtung. Jetzt kommt sie ganz gut. Der Rest des Bildes ist natürlich sehr dunkel. Und hier finde ich, ist die Beleuchtung echt gut, aber insgesamt ist das Bild sehr dunkel. Also das war auch ein handwerklicher Fehler von mir, kann ich sagen, wie der passiert ist. Also ich habe zwar immer das Histogramm eingeblendet und habe mich auch darüber gewundert, dass es sehr einen Linksanschlag hatte, aber dachte mir, die Technik trügt, denn mein Fehler war, ich hatte die Monitorhelligkeit auf volle Pulle, weil ich davor im Sonnenschein fotografiert habe und damit hat es mir ein deutlich helleres Bild vorgegaukelt, als es in Wirklichkeit war. Also ich war dann tatsächlich erschrocken, als ich es mir dann hier zu Hause auf dem Computer angesehen habe. Aber das Bild ist nicht versaut. Wir werden dieses Bild als Grundlage nehmen, um die Bearbeitung durchzuführen. Also man sieht auch in Affinity Photo jetzt das Histogramm. Alles ist sehr nach links verschoben. Man könnte auch denken, das Schwarz ist, wie es so schön heißt, abgesoffen. Also sprich, im Schwarzen keine Informationen mehr drin. Das ist aber nicht der Fall. Es ist genau nicht abgesoffen und ich werde auch gleich den Beweis dafür anbringen. Ansonsten würde ich dieses Foto auch nicht nehmen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, um dieses ganze Spektrum, die gesamte Dynamik zu nutzen. Die eine ist, man macht eine Anpassungsebene Belichtung und zieht einfach die Belichtung wieder hoch. Die andere ist, und für die entscheide ich mich jetzt hier, eine Tonwertkorrektur, denn mit der Tonwertkorrektur kann man so ein bisschen technischer vorgehen und gucken, wann sind die Farben dann ausgebrannt bzw. abgesoffen. Also, ich beginne mit einer Anpassungsebene Tonwertkorrektur. Wenn ich jetzt die Weißstufe verändere, hole ich mir praktisch alles wieder zurück. Wie ich gesagt habe, ich gehe jetzt mal so ein bisschen technisch vor, drücke die Optionstaste und ziehe dann den Regler. Und die ersten sichtbaren Punkte, die man sieht, da fängt dann an, das Weiß oder andere helle Töne auszubrennen. Das heißt, genau das will ich ja nicht. Also gehe ich bis zu diesem Wert hier etwa ran. Und nun habe ich ja gesagt, also es sieht schon sehr viel besser aus, das Bild. Ich habe ja gesagt, das Schwarz ist genau nicht abgesoffen. Das zeige ich jetzt. Ich drücke also jetzt auch die Optionstaste, fasse den Schwarzregler an und es sind keine weißen Punkte im Bild. Erst wenn ich den Schwarzregler verschiebe, kommen die ersten Punkte. Ich habe also Glück gehabt, ich habe das Bild gerade noch so hinbekommen. Aber optimal ist es natürlich nicht. Jetzt sieht man schon eher, welche Lichtstimmung wir eigentlich hatten. Nun ist allerdings mein Hauptmotiv, die Brücke und so ein bisschen das Drumherum hier so, natürlich tagesbedingt jetzt viel zu dunkel. Ich möchte diese Bereiche jetzt aufhellen. Wenn ich alles aufhelle, dann entsteht aber immer mehr der Eindruck, dass in Wirklichkeit Tag ist. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja diese Nachtstimmung erhalten. Insofern ist eine Möglichkeit, also es gibt verschiedene, ist eine Möglichkeit, die ich jetzt hier mal zeige, die Gradationskurve. Also ich mache eine Anpassungsebene Gradationskurve und setze jetzt mal mehrere Punkte. Also natürlich diese üblichen Punkte, das würde ich schon mal machen. Aber ich setze jetzt mal noch ein paar mehr. Und zwar insbesondere im dunklen Bereich, weil den möchte ich jetzt gleich sehr verändern. Also die hellen Töne will ich jetzt erstmal bis jetzt noch nicht so richtig verändern. Wobei ich kann mal gucken, wie sich das auswirkt. Vielleicht hier so ein
Klein bisschen. Ein klein bisschen vielleicht auch diesen Bereich. Klein bisschen aufhellen die mittleren Bereiche. So, jetzt kommen wir langsam in die dunklen Bereiche. Man sieht, dass sich jetzt schon einiges tut. Aber die dunklen Bereiche möchte ich ja insbesondere aufhellen. Und deswegen werde ich jetzt da auch stärker rangehen. Ich muss jetzt aufpassen, weil natürlich dann auch der Kontrast irgendwann mal verloren geht. Aber wenn man hier moderat rangeht, kann man ganz genau, ganz präzise sich genau seine Helligkeitswerte hier aussuchen und aufhellen. Und ich wollte ja eigentlich die dunkleren Werte mehr aufhellen als die helleren. Vielleicht gehe ich in diesem Bereich noch ein bisschen ran. So würde ich es jetzt erstmal lassen. Ich zeige hier mal ein Vorher-Nachher. Und finde, dass es schon deutlich besser ist. Da möchte ich noch ein bisschen Kontrast reinbringen und ein klein bisschen Helligkeit auch noch. Dazu gibt es ja die Anpassungsebene Kontrast und Helligkeit. Ich gucke mir mal an, wie viel Kontrast man hier so reinbringen könnte. Sagen wir mal so, dann wird das Ganze natürlich dunkler und das kann ich mit der Helligkeit wieder ausgleichen. Aber ich möchte es ja insgesamt sowieso ein bisschen heller machen. Und dann gehe ich mal bis zu diesem Wert. Und wie das aussieht mit Vorher, Nachher, zeige ich mal hier. Und jetzt möchte ich selektiv noch etwas Helligkeit hineinbringen. Ich denke da an die Brücke, an Teile des Wassers, ein bisschen was im Vordergrund und noch ein paar andere Stellen. Dazu könnte ich unter anderem jetzt Dodge & Burn betreiben mit den Dodge & Burn Tools. Oder ich zeige mal jetzt eine andere Methode. Man kann es auch einfach über die Belichtungsebene machen. Also ich mache eine Anpassungsebene Belichtung. Ziehe die jetzt mal ordentlich an. Und so soll das Bild ja letztlich nachher nicht aussehen, aber das dient mir eben als Effektebene. Ich schließe das Ganze und jetzt invertiere ich diese Ebene. Und auf dieser Ebene, die jetzt eine Maske ist, nehme ich einen Pinsel, Farbe Weiß und stelle mir die Deckkraft so ein, wie ich meine, den Bereich reinmalen zu wollen. Und dann fange ich mal an auf der Brücke in Affinity Photo. Das finde ich ja besonders klasse, immer, dass man gleich so eine Pinselvorschau bekommt. Wenn man mit dem Pinsel rüberfährt, sieht man gleich, wie doll wird das Ganze verändert. Also wir sind jetzt bei 30%. Ich gehe jetzt hier mal ruhig auf 100. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu extrem. Vielleicht gehe ich mal auf 80. Mach den Pinsel weich und kleiner und mal jetzt hier so ein bisschen Helligkeit rein. Jetzt ist also die Brücke schon mal heller. Das Gleiche mache ich jetzt hier mit den Dächern. Von diesen Aufbauten, von dem Wehr, mit verringerter Deckkraft, das wäre mir jetzt zu krass, gehe ich jetzt auch mal über den Wasserfall. Da gehe ich mal so auf 30% und will tatsächlich auch Struktur so ein bisschen lassen und mache das jetzt nicht gleichmäßig überall. Das Licht, man sieht es ja, strahlt auch gar nicht gleichmäßig überall hin. Also hier ist gar nicht so viel. Dann mache ich hier noch ein bisschen und ansonsten hier den Bereich davor möchte ich ein bisschen aufhellen. Auch so ein bisschen noch Struktur in den Bäumen reinkriegen, aber so, dass es letztlich noch realistisch aussieht. Also die sollen jetzt nicht taghell werden. Deshalb die geringe Deckkraft, da hat man mehr Kontrolle drüber. Und ein klein bisschen würde ich hier auch meinen Vordergrund, nämlich das Gras mit der Spiegelung, aufhellen. Nicht zu doll, aber vielleicht mal mit 50%, damit man doch hier so einzelne Akzente setzt. Ein typischer Effekt bei einer Abend- oder Nachtaufnahme ist, dass man sehr viel Blautöne drin hat. Also man sieht jetzt diese Steinbrücke, dass sie einen Blaustich hat. Genauso wie diese roten Dächer. Das gehört dazu, aber man kann natürlich auch selber künstlerisch steuern, wie doll man dieses Blau haben will. Also ich möchte es mal ein bisschen reduzieren. Dazu nehme ich eine Anpassungsebene HSL. Und es geht hier um die blauen Töne, aber man kann natürlich auch konkret vorgehen, indem man mit einer Pipette sich hier einen Bereich aussucht. Das hat sich das Ganze hier angepasst. Und jetzt achte ich mal nur auf die Steinbrücke, wenn ich die Sättigung runterziehe, wie sehr das Blau verschwindet. Da würde ich mal diesen Wert nehmen. Natürlich ist mir jetzt das restliche Bild gefällt mir jetzt nicht mehr so, deshalb male ich es auch wieder selektiv rein. Das heißt, ich invertiere das Ganze wieder, so wie vorhin, nehme mir wieder einen Pinsel, wieder Farbe Weiß und wenn man jetzt hier drüber fährt mit dem Pinsel, dann sieht man schon den Effekt. Ich gehe jetzt auch mal gleich auf 100%, nehme jetzt hier in diesem Bereich die Sättigung raus. So gefällt es mir schon besser. Ich zeige auch hier mal den Vorher-Nachher-Effekt. Was mir jetzt noch nicht so gefällt, ist dieser Bereich hier. Der wird so stark angestrahlt von dem Licht und gleichzeitig gibt es eine komische Farbe. Also der ist so leicht grünlich, dieser Ton. Den möchte ich jetzt ein bisschen anpassen und ein bisschen ins Wärmere, ins Rötliche, also ins Orange verschieben.
Das mache ich dann wieder mit HSL. Nehme wieder eine Pipette, gehe hier rein, Farbspektrum wurde identifiziert und da verschiebe ich jetzt einfach die Sättigung. Und zwar, wenn ich das verschiebe, geht es ja hier mehr ins Rot. Und da gucke ich mal, was da passiert. Also ich gucke nur hier hin, ne? Und so gefällt es mir dann letztlich besser. Noch ein bisschen Sättigung vielleicht rausnehmen. Und auch hier möchte ich ja nur diesen Bereich effektieren und nicht den Rest. Also mache ich auch hier, dass ich diese ganze Maske invertiere und mit einem Pinsel das Ganze wieder nur an diese Stelle reinmale. Hier mit verringerter Deckkraft vielleicht nochmal. Ich zeige mal den Vorher-Nachher-Effekt, wenn wir hier nochmal drauf achten, finde ich es so harmonischer. So, irgendwas ist immer, und zwar der Himmel, der hat keine Struktur. Hier waren einfach nur gleichförmige Wolken. Trotz der dramatischen Regenwolken, die fingen dann aber erst leider hier drüber an. Also sind nicht mehr im Bildausschnitt. So, das kann man sich jetzt damit begnügen, aber man kann das Ganze natürlich auch schummeln und sich zurechtbiegen. Also ich habe hier mal ein Foto genommen von einem Himmel. Da hat man ja letztlich immer mal Wolke, die man einfach so mal fotografiert. Also ich mache das so und dann ziehe ich mir die Wolken einfach so hier rüber. Auf den Bereich, wo ich es haben will. Würde ich es mal so machen. Vielleicht, dass das hier noch verschwindet. Jetzt muss ich nichts anderes machen, als den Blendmodus ändern. Da kann man einfach mal ausprobieren. Es kommen diverse in Betracht. Also ineinander kopieren würde funktionieren. Oder was vielleicht noch mehr Kontrast bringt, ist hartes Licht. Also setze ich es aufs hartes Licht und habe jetzt diese Wolkenstruktur hier drin und das Bild sieht gleich viel interessanter aus. Das Einzige ist, ich habe jetzt natürlich auch von der Struktur mir was über diese Bäume raufkopiert. Das will ich nicht. Ganz einfach, ich lege eine Maske an, nehme mir einen Pinsel, Farbe schwarz, Deckkraft 100% und male das raus. Also ich muss hier gar keine große Auswahl oder so machen, denn man sieht, so viel passiert hier gar nicht. Auch hier an der Kante, da muss man gar nicht so sehr aufpassen. Das mache ich hier einfach nur grob mit einem Pinsel und schon habe ich den Himmel im Prinzip gar nicht ausgetauscht, sondern nur ein bisschen interessanter gemacht. Man könnte jetzt noch ein paar Feinarbeiten machen, die ich im Thumbnail auch gemacht habe, aber das ist dieses grobe Prinzip, wie man bei einer Nachtaufnahme, wo man eben starke Unterschiede von hell zu dunkel hat, wie man die harmonisiert und auch diese Farbanpassung vornimmt, dass es am Ende wieder harmonisch aussieht. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.